Ein Hallo an euch alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Vice City Stories. Ja, wir haben in der letzten Folge erfolgreich die Taxi-Missionen abgeschlossen. Und zur Belohnung können unsere Taxis, mit denen wir in Zukunft fahren, ja, hüpfen. Das war ja in Vice City auch schon die Belohnung für die Taxi-Missionen. Und wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, werden wir in dieser Folge hier wieder mal weitermachen mit der Hauptstory. Und da haben wir im Moment ja nur eine Möglichkeit, wir können nur zu Jerry Martinez rübergehen, hier. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Gucken wir mal, was er so von uns will. Beim letzten Mal sollten wir ja irgendwie so ein Päckchen für ihn abholen. Und das ging ja ganz schön heiß her, da wurden wir schon angegriffen und ins Wasser geschmissen in der ersten Mission. Und naja, dann haben wir die Drogen wohl, das sollen wohl irgendwie Drogen sein und die haben wir jetzt in unserer Kaserne da hinten versteckt. Mal gucken, was er jetzt von uns möchte. Auf geht's, Leute. Cleaning House. Sure, no worries. Oh, look, I gotta go. The cavalry just turned up. Okay, bye. Corporal, what can I do for you? Listen, Jerry, you gotta get rid of that stuff. It's making me nervous. I'm not into drugs, and chill I don't... Chill the fuck out, my friend. You're really getting on my nerves. Besides, who are you gonna get in trouble with? I'm your superior officer, and you told me you needed the money. I do need the money. Uh-huh. But you don't like drugs. I don't think they're a good scene. Me neither. But you like guns, huh? They don't give you a moral problem, I mean. No. Good. Because I know a guy who can sell all the guns we can get him, which is, trust me, quite a lot. I don't know, Sergeant. This is getting heavy. You'll make a whole pile of cash for nothing. Buy that sick brother of yours a whole lot of candy. What do I have to do? Nothing. Just go and pick up the money from him. He's down over by the docks. Hey, Vic. You want some of this, huh? Triff dich mit Phil Cassidy, oh, das habe ich schon vermutet. Was ist eigentlich mit diesem Sergeant los, ey? Jerry, ey. Du altes Drogenwrack. Auf zwei Rädern kannst du bla bla bla. Ja, ich weiß, wie man mit einem Motorrad fährt. Ich habe schon auch so meine Erfahrungen. Mal gute, mal weniger gute Erfahrungen sind das. So, dann am Hafen ist er. Das hatte ich mir, als ich die Sanitätermission gemacht habe in der zweiten Folge, da war ich ja auch mal am Hafen und habe da Patienten abgeholt. Und da stand irgendwas von wegen Phils irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Aber da hatte ich auch schon die Vermutung gehabt, dass das vielleicht Phil Cassidy sein könnte. Dass er da irgendwie seinen Waffenladen oder so hat. Ich weiß ja nicht, was er gerade macht. Anscheinend hat er wieder was, er hat eigentlich immer was mit Waffen zu tun. Ich glaube nicht, dass das hier anders sein wird. Naja, dann fahren wir doch mal zum Hafen. Geht hier eigentlich auch dieser Speed-Trick mit dem nach vorne drücken beim Motorrad? Eigentlich schon, oder? Müsste eigentlich auch gehen. So, dann mal auf zum Hafen. Ich bin gespannt, was wir da machen sollen. Vic scheint ja schon ziemlich nervös zu sein wegen den Drogen. Naja, ja, im Moment will er noch nichts mit dieser ganzen Szene zu tun haben. Im Moment sind wir echt noch ein ehrlicher Bürger. Der gerne mal vom Motorrad fällt. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern, weil was wäre denn ein GTA, wenn wir ein guter Bürger bleiben würden? Das wäre ja kein GTA mehr dann, ne? Das wäre ja dann irgendwie was anderes. So, am Hafen, genau da, hier, wo dieser komische Fight Club ist. Also so habe ich das immer genannt, weil hier immer die ganzen Patienten waren. Immer zwei Stück hier, das sah so aus, als hätten sie sich immer geprügelt. Ich behalte den Namen einfach bei. Must be Vic. Jerry told me about you. Hey, I used to be in the service. Yeah, listen. He said you'd have some money for me. Sure, sure. Well, I ain't a bank. I don't have it on me. But I'll take you to it. Steig in Phil's Truck. Okay, hey, Phil Cassidy. Du siehst ja noch richtig gut aus und du hast sogar noch beide Gliedmaßen.
Nicht schlecht. Begib dich zu Phils alter Bude. Wieso alte Bude? Ist das so heruntergekommen oder was ist damit? Na, schauen wir uns das auch einfach mal an. So. Ach, da sind wir ja weit gekommen. Also da müssen wir ja weit fahren. Das ist ja ein ganz schönes Stück gewesen hier bis dahin. Meine Güte, ich bin ganz aus der Puste. I've been having trouble with them Cholo boys. Some of them have What the hell is a Cholo? Bunch of Mexican gangbangers, bad boys, trying to take over all the gun running in town. Look, where's the money, Phil? Yeah, well, funny thing, you see, it's like this. It's under the floorboards of my old place. But the Cholo evicted me and now I can't get to it. I'll get to it. See you around. Erledige die Cholos vor Phils Bude. Ist das vielleicht eine neue Gang hier in Vice City Stories? Die kommen mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor. Cholos. Oder Cholos. Nee, Cholos wahrscheinlich, oder? Haben die ja auch gerade so ausgesprochen. Wird schon richtig sein. Ja, ich weiß, wie man zielt. Ich muss jetzt nur irgendwie taktisch vorgehen. Aber oder auch nicht. Ich gehe einfach drauf los. Bam, bam, bam. So, Polizisten, Officer, bitte haltet euch zurück, Officers. Ich muss jetzt hier wirklich ein bisschen escaladen. Hey, versteck dich da nicht hinter dem. Was ist das da? Was ist das? Egal. Leg dich schlafen, Kollege. Was ist denn das? Sieht aus wie so ein Musikplayer oder so. Oder ein Funkgerät, was irgendwie zerstört wurde oder so. So sah meine PlayStation 4 damals mal aus, nach einem FIFA 18 Spiel. Zum Glück habe ich eine neue erstattet bekommen. So, wir sollen jetzt mal reingehen. Okay, was ist hier mit dem Flamingo? Was ist das für ein Flamingo? Kann man überhaupt einsteigen in diese Autos? Könnte man theoretisch. Das ist ein Sabre, oder? Sabre? Nee, doch ein Cholo Sabre. Also ein Cholo Sabre. Cholo Sabre. Okay, die haben ihre eigenen Gangfahrzeuge. Das heißt, die müssen schon ein bisschen größer sein. Okay. Was ist, wenn ich hier hintergehe? So, gar nichts. Hier ist noch ein Leben. Brauchen wir aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Gehen wir da einfach mal rein und gucken mal, was da drin so los ist. Also unter irgendeiner Diele muss sein Geld da irgendwie sein. Und die wissen nicht, wo das ist. Haben aber trotzdem sein Haus belagert. Naja, wir gehen mal rein. Okay, ich will mal nicht so sein. Ich pack die Keule aus. Also nicht die, die ihr jetzt denkt, sondern die andere. Diese hier. Bam. Erst hau ich euch mit dieser Keule und dann kommt die andere dran. Oh nein! Alter! Verdammt nochmal! Alter, was ist los mit dem Typen? Der geht ab! Ich kann gar nicht... Au! Sag mal! Caron? Ich hau nicht gleich... Alter! Alter! Was ist das für ein... Jetzt ist aber Schluss hier, meine Fresse. Der ist gar nicht so schlecht. Hua! Hua! Und jetzt. Hua! Hua! Oh, das war jetzt irgendwie schwieriger als gedacht. Was? Und das haben die nicht gefunden? Das war doch sogar schon offen. Wieso haben die das nicht gefunden? Bring das Geld zurück zu Martinez. Warum glänzt der Schläger so? Ist das ein... Ist der aus Stahl? Oder Metall oder was auch immer das für Metall ist? Aber es ist auf jeden Fall kein hölzerner Schläger. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen hier den Cholo Sabre. Und dann geht's mal los hier. Oh yeah. Ich liebe dieses Auto, muss ich sagen. Es erinnert mich immer so ein bisschen an Driver. Auf der ersten Playstation. Auf der Playstation 1. Daran erinnert mich diese Optik immer. Solche Autos erinnern mich immer daran. Ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich, weil man da auch mit so einem Auto gefahren ist. Mit so einem ähnlichen auf jeden Fall. Okay. Bringen wir das Geld doch mal zurück. Aber wo ist er denn jetzt überhaupt? Ich habe übrigens auch vor der Aufnahme was an den Einstellungen geändert. Es könnte sein, dass jetzt hier ein bisschen was anders ist. Muss ich mir mal angucken, wie das sein wird. Also eigentlich müsste die Performance jetzt besser sein als zuvor. Aber, naja... Hinterher ist man meistens schlauer und das ist auch in dem Fall so. Und hier ist auch ein BMX-Rad. Hier gibt es auch BMX-Räder. Ist interessant, das habe ich schon gesehen. Hey, this is my
Aber ist auch nicht verwunderlich, das Spiel kam ja nach San Andreas raus und wieso sollte man die denn wieder entfernen, wenn man sie da schon integriert hat in das Spiel? Na gut, in Liberty City Stories waren die dann auch wieder nicht da. Aber das ist ja auch, ja, eine andere Gegend. Na gut, San Andreas ist in dem Prinzip auch eine andere Gegend. Naja, vielleicht haben sie einfach nicht reingepasst. Fahrräder sind zu spaßig für Liberty City. Liberty City muss immer grau sein. Grau und verbittert. In Vice City kann man das machen. Mal, wo bin ich hier jetzt eigentlich gerade? Wo muss ich überhaupt hin? Vielleicht hätte ich mir vorher mal anschauen sollen, wo ich hin muss. Also ich muss schon in die Kaserne rein. Ist das ein Monster-Stunt? Ich will es nicht riskieren, weil ich will die Monster-Stunts natürlich wieder alle in einem einzelnen Part machen. Und ich hasse nichts mehr, als wenn ich irgendwie zufällig während irgendwelchen Missionen schon Monster-Stunts mache. Und dann muss ich halt in meinem Monster-Stunt-Part nachher sagen, okay, ja, tut mir leid, ich habe das schon gemacht. Aber ich zeige euch jetzt trotzdem nochmal. Ich will dann wirklich, dass ich alle dann in dem Video mache. Und nicht, dass ich nicht irgendwie sagen muss, den habe ich damals schon gemacht. Das hasse ich immer so sehr. Weil es gibt ja wirklich in GTA einige Missionen, die zwingen einen quasi dazu, einen Monster-Stunt zu machen. Das finde ich gar nicht so cool. Ich will selbst entscheiden, wann ich die mache. So. Ab zu Martinez. Und die Markierung kann weg. Die hat nämlich nichts zu sagen und deswegen kann sie auch wieder verschwinden. Und da ist einfach mal ein Rhino. Das ist der größte Prank hier in diesem Spiel. Dieser Rhino, ich habe den offscreen mal versucht, da einzusteigen. Hat nicht geklappt. Der ist natürlich abgeschlossen. Das ist echt der größte Prank im Spiel bisher. Ja, $100. Da haben wir es doch mal abgegeben. Phils Freunde dürfen seinen Schießstand jederzeit benutzen. Ah, das heißt, ich habe auch schon in der Checkliste gesehen, dass wieder Schießstandmissionen anstehen. Tante Annett, bleib anständig, Victor. Wir zählen auf dich. Grüße von Lance. Lance Vance? Sein Bruder? Okay. Ja. Gut. Und da wir in den letzten Folgen so viele Nebenmissionen gemacht haben, werden wir natürlich jetzt auch noch eine weitere Hauptmission machen. Also geht's jetzt weiter bei Sergeant Martinez. Auf geht's. Conduct Unbecoming. Hey, Victor Vance. Wow, did anyone ever tell you got a really dumb name? No, no one's ever mentioned that before. Oh my, look at that. Hey, is that legal? Can animals give consent? I don't know. Listen, Jerry, can you stash that weed somewhere else? What weed? I'm shitting with you. Come on, having fun. Rock and roll. Oh, would you fucking relax, my friend? Look, I'm not some idiot that you can just... I never called you an idiot. Oh, shh. Look at that. Oh, now she got a pig and a horse. That candy sucks. That's some guy's daughter, man. Listen, Jerry. No, you listen, huh? Oh, dude, will you look at that? Man, I gotta get laid. Oh, jeez. Hey. If you weren't such a square, I'd do you, huh? I'm joking. Come on. This is the army, not the navy, huh? Hey, listen, man. I need a broad, huh? Oh, I need Mary. Mary, yeah. Oh, Mary, quite contrary. Oh, come on, man. I need a favor. I need you to collect your pot, dude. Sure. I'll go get that from your quarters. You go get Mary for me, okay? She's over at Vice Port. Oh, and go see Phil again. He says something about a gift for you. I don't trust you, Martinez. Hey, that is not an appropriate way to speak to a superior officer. Now get on with it. Come on. The reefer is under my bed. Oh, genius. Great hiding place. What are you, 15? Huh, hurry up. Oh, hey, and tell Mary I love her! Fucking idiot. Oh. Trifft Phil an seiner alten Bude. Was ist das für ein Typ? Ey, was ist mit Martinez los? Oh Mann, jetzt guckt er sich da an. Erst gönnt er sich ein paar Tierporns und dann sollen wir Mary für ihn abholen und das Herz nehme ich jetzt auch mal mit. Und wir sollen nochmal bei Phil vorbeischauen wegen einem Geschenk für uns. Was er wohl für uns hat?
Hm. Müssen wir uns mal angucken. Oh, shit. So, ganz ruhig und gemächlich im Rückwärtsgang durch das Tor und dann können wir durchdrehen. So. So, sollen wir jetzt zuerst zu Phil oder wohin müssen wir? Okay, wir sollen jetzt zuerst mal zu Phil und dann sollen wir wahrscheinlich diese Mary da abholen. Also, wenn es überhaupt dazu kommt. Denn ich weiß ja aus dieser kleinen Story-Beschreibung, dass Phil auf jeden Fall aus der... wieso Phil? Dass Vic auf jeden Fall aus der Army fliegt, wegen diesen Drogen unter seinem Bett. Und, naja, Vic hat jetzt den... Ja, also den Sergeant darum gebeten, das da bitte wegzunehmen. Und, naja, wieso sollte er aus der Army fliegen, wenn er das da wirklich jetzt gemacht hätte? Das macht er wahrscheinlich nicht. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir diese Mary wirklich für ihn noch abholen sollen. Denn vielleicht verpfeift uns Martin das ja auch einfach. Also wenn du das machst, Jerry, dann bist du völlig, Junge. So, aber jetzt erstmal zu Phil. Ach nee, das ist ja... Ach doch, hier ist ja seine Bude. Wir haben ihn ja seine Bude wieder zurückerobert. Jetzt kann er auch wieder... Endlich wieder nach Hause. Übrigens, süßer Flamingo hier, Phil. Der passt echt zu dir. Hey, Vic, how you doing? Martinez wanted me to give you this. Don't worry, it's non-traceable. Don't worry? Man, I'm getting too deep into this shit. Sieh dich nahe Weißport nach Mary um. Oh, das Auto ist das Geschenk, okay? Ja, warum nicht? Ach, Vic, ist es jetzt sowieso schon zu spät. Du steckst schon viel zu tief in der Scheiße drin. Halte neben dem Mädchen und frage nach Mary. Do you know Mary? If you want Mary, she's at a party up on Starfish. I'm heading over there myself. You can give me a lift. Wie wär's mal mit Fragen, ob wir dich überhaupt mitnehmen wollen? Was ist hier eigentlich los? Bring das Mädchen zur Party. Na, dann fahren wir mal zur Party. I'm Mona, by the way. If there's anything I can do for you, or to you, just let me know. Lustig. Ach man. Da bin ich mal gespannt, was Mary für eine ist. Müssen wir da jetzt rüber? Okay. Auf, noch. Oh. Dann mal auf. Zurück nach Starfish Island. So, hier leben die Reichen und Schönen. Und hier hat Tommy Vesetti auch 2 Jahre später sein Vesetti Estate. Das ist eine große Villa. Aber das ist noch lange hin. Jetzt sind wir erstmal hier. Thanks for the ride, rugged fella. Maybe I can pay you back in kind later? I just need to find Mary. Sure. She's right over there. Are you Mary? Come on, let's go. Hey, we paid for her! She's not going anywhere. Is that a fact? Damn right. Come on. Let's get this low-life nobody and teach this bitch a lesson too. Was? Beschütze Mary vor diesen gewalttätigen Arschlöchern, okay? Hey, hey, du, verdammtes... Hallo, hallo. Ich kann nicht aufstehen. So. Lass Mary in Ruhe. Bring Mary zurück nach Fort Baxter. Okay, ja. Da haben wir einfach mal die Party gecrashed. Das tut mir jetzt aber leid. Und hier liegt Geld auf der Straße. Take it easy, Muscles. I've got a delicate disposition. Ja, was nehmen wir uns denn jetzt hier? Oh, da haben wir aber eine gute Auswahl eigentlich. Ich will jetzt eigentlich nicht Phil seinen Wagen schon hier stehen lassen, aber... Es ist so verlockend. Ein Banshee, ein Infernus, noch ein Infernus. Ich nehme trotzdem die Karre von ihm. Sag mal... Weißt du, Vic springt da so episch rein und sie ist total spießig hier und macht die Tür ganz normal auf. Was ist denn das? Naja, auf zum Fort Baxter. Did Martina send you? That cockroach still owes me from last time. Ja, dann kann er es dir doch gleich zurückgeben. Wenn es überhaupt dazu kommt. Ich weiß ja nicht. Werden wir ja gleich sehen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Extrem gespannt. Weil ich kann mir nicht vorstellen... Nee, Martinez wird die Drogen da nicht weggenommen haben.
Die werden da immer noch unterm Bett sein oder er wird das, irgendwen wird er das sagen, der noch mehr Macht hat als er selbst und dann wird Vic sowas von tief in der Scheiße stecken. Hör mal, wo muss ich jetzt überhaupt längst? Da drüben könnte man irgendwo rüber, aber ich glaube, hier hinten könnten wir auch gleich rechts abbiegen. Ja. Sonst müssen wir einfach mal... Ja, dann geht's halt da hinten. Irgendwo muss man auch bestimmt da rüberkommen. Oh! Aus dem Weg! Immer diese stabilen Bänke. Wer baut die nur so stabil? So. Ja, tut mir leid, Süße, aber wir müssen hier einen kleinen Umweg machen, weil ich gerade... Echt ein bisschen... Alter, das gibt's doch gar nicht. So, hier muss man doch bestimmt irgendwo rumkommen, oder? Da ist die Ecke wieder. Weißt du was? Komm einfach mal mit. Wir müssen jetzt eine Runde laufen. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Kommst du? Wie bist du da so schnell hochgekommen? Wie gruselig sie auch auf einmal dann hinter uns steht. Eben stand sie dann noch an der Wand... Und plötzlich, also, was ist denn jetzt hier los? Hm. So. Ja, dann nehmen wir das. Das ist doch schön. Haben wir gerade Phils Auto stehen gelassen und jetzt... Diesmal kannst du ja wieder episch reinhopsen. Komm, mach es einmal richtig. Ach komm. Ach, du bist eine Spießerin. Du bist voll langweilig. Du bist voll öde. Naja, egal. Kannst dich ja vergnügen mit Martinez. Irgendwie glaube ich, ihr seid ein wundervolles Paar. Ihr würdet ein gutes Paar abgeben. Ihr passt irgendwie zusammen. Ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie ist das so. So. Ja, ein bisschen Umwege fahren. Das kennt ihr ja von mir. Bäm, haben wir den einfach mal aufgegabelt hier. So. Jetzt aber mal langsam. So, da sind wir auch jetzt schon endlich. Ja, ein bisschen gedauert, aber... Am Ende zählt ja, dass man da ist, oder? Oder oh, selbst da oben ist ein Luftballon. Direkt hier schon beim Fort Baxter. Corporal Vance, would you care to explain why there's marijuana hidden under your bed? And who the Sam Hill is this? Hey, buddy. Listen, I charge more for groups. You brought a whore onto the base? Have you no shame, boy? Are you a moron? Is that it? Drugs, whores, you're out of here, soldier. You're a disgrace. Phil, ich hab nen Job für dich und ne Bude. Wenn du eine brauchst. Begib dich zurück zu Phils alter Bude, okay. Gar keine Missionserfüllt-Melodie und keine Anzeige? Ist ein bisschen deprimierend gerade. Also sind wir gerade wirklich aus der Army geflogen. Martinez hat uns echt verpfiffen. Naja, so schnell kann das gehen. Dann ist das halt so, ne? Das Leben geht weiter weg, kein Problem. Wir können immer noch weitere Missionen machen. Achso, die Mission ist ja noch gar nicht vorbei. Deswegen ist da jetzt auch keine Anzeige. Was ist das denn für ein Roller? Ist das ein Missionsfahrzeug zufälligerweise? Na egal. Guck, was da so... Hat das Ding wenigstens ein bisschen Power? Oh ja, ein bisschen, ne? Au! Wir sind nicht runtergeflogen? Wow. Okay, kein Wunder, da kam noch keine Melodie. Die Mission ist echt noch nicht vorbei. Da müssen wir erstmal jetzt noch zu Phil. Und stimmt, wir haben noch gar keine Bude. Wo sollen wir sonst schlafen? Unter einer Brücke? Ganz bestimmt nicht. Ah! Auf einem Auto, das ist doch gar nicht so schnell. Nee. Gute Idee, Vic, aber nein, ich würde doch lieber ein Haus, ja, nehmen. So, auf einem Auto ist ja auch nicht so bequem, ne? Es ist also, naja. Aus dem Weg, Polizei, aus dem Weg, ich hab's eilig. Ich bin obdachlos, ich brauche eine Bude. Naja. So. Und... Yay! Hey, das hat sogar geklappt. Wow. So, dann sind wir jetzt wieder bei der Flamingo-Bude. Vielleicht können wir ja hier
einziehen. Du kannst jetzt Phils alte Bude als Versteck nutzen. Ach, dann leben wir jetzt wirklich bei ihm. Fahrzeuge, die in der Garage hinter das Haus geparkt sind, bleiben nach dem Speichern erhalten. Toll, dann kann ich ja diesen Roller da jetzt reinstellen. Wow. Mission erfüllt. Da ist es endlich. Und da haben wir schon unser erstes Versteck. Alles klar. Da sind wir aus der Army geworfen worden. Und jetzt sind wir vollkommen drin in der illegalen Szene. Und jetzt werden die typischen GTA-Missionen wahrscheinlich wieder kommen. Aber so ist das eben. Vic, man kann sich das nicht immer aussuchen. Ich will den eigentlich nicht umkleiden. Das sieht eigentlich cool aus, so dieses Blau. Gefällt mir. Sieht besser aus als vorher, muss ich sagen. Soldier? Achso, man kann die Leute von hier draußen hören und sogar beobachten. Das ist ja cool. Selbst da vorne sind Leute. Kann ich die von hier anvisieren? Wo sind unsere... Die haben unsere ganzen Waffen... einkassiert. Was ist das denn? Jetzt habe ich die völlig umsonst gesammelt die ganze Zeit, oder was? Das ist ja schade. Naja. Okay, Leute, ich würde erstmal sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn es auch beim nächsten Mal... wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng!